17 Uhr, Bubas Pudi mit dem Strain am Start. In seiner Marcy, wo alles wächst wie im Garten. Kein Stress mehr, das Leben ist entspannt. Zwischen Green Eyes, er weiß genau, was er plant. Mit Blueberries krank. Ja, hallo meine Freunde. Wir befinden heute uns in Tag 2. Nachdem wir unsere Samen in die Jiffys gepackt haben, in unser Mars Hydro FC 1500 Evo. Und lasst uns mal reinschauen, was seitdem passiert ist. Wie ihr sehen könnt, ist die Blueberry geschlüpft. Und die Skunky ist noch nicht ganz so weit, aber man kann hier schon die Wurzel erkennen. Ich denke mal, die wird spätestens morgen auch schlüpfen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich wollte euch nur schon mal ein Update geben, so dass ihr sehen könnt, wie das hier aussieht. Wie gesagt, wir sind jetzt 2 Tage, nachdem wir die in die Jiffys gepackt haben. Das sieht soweit ganz gut aus. 26,7 Grad in meiner kleinen Box bei 63% Luftfeuchtigkeit. Wir sprühen die gleich noch mal ein bisschen ein. Und ja, ich würde sagen, ich update euch morgen nochmal in der Hoffnung, dass bis dahin unser Stinktier geschlüpft ist. Also bis dann. So, wir haben den nächsten Morgen und wie ihr sehen könnt, ist auch unsere Skunky zum Leben erwacht. Wir sehen auf jeden Fall, dass hier die ersten beiden Blättchen anfangen sich zu öffnen. Und hier drüben bei unserer Blueberry, die dem Skunky ja schon den ganzen Tag voraus ist, sieht man, dass die schon fast in ein nächstgrößeres Gefäß gesetzt werden möchte. Wir können ja jetzt noch mal gucken, ob die Wurzel schon zu sehen ist. Sieht sehr schön hier, wie die Blueberry ihren Helm abgeworfen hat. Aber da unten ist noch keine Wurzel zu erkennen. Ich glaube, ich gebe ihr noch einen Tag oder zwei. Und hier dürfte vermutlich auch noch nichts zu sehen sein. Ja, das ist die Skunk Number One. Da sehen wir auch noch nichts. Ja, insgesamt denke ich, haben die noch ein paar Tage Zeit. Das ist auch ganz gut so, weil meine Living Soil ist leider noch nicht angekommen. Da gab es Probleme mit der Lieferung von Hermes. Aber ich hoffe, in den nächsten 1-2 Tagen habe ich da was Neues zu berichten. So Leute, wir haben den nächsten Tag. Und was soll ich sagen? Meine Living Soil ist angekommen. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir hier die Blueberry umtopfen. Die ist nämlich ganz schön gespargelt. Die Skunk sieht inzwischen auch schon so aus, als ob sie langsam aufwachen würde. Bei beiden ist noch keine Wurzel zu sehen. Ich habe eben gerade schon mal geguckt. Also ja, lass uns mal loslegen und die beiden jetzt umtopfen und dann erzähle ich euch ein bisschen was zu der Living Soil. So Leute, da sind wir wieder. Ich habe meine Living Soil vorbereitet und habe uns hier schon mal 2 Töpfe geholt. Und die Idee ist, dass wir jetzt die Jiffys hier so einpflanzen, dass möglichst viel von der Pflanze unten im Topf ist und möglichst wenig oben rauskommt, weil Cannabis hat die Eigenschaften, bis zu den beiden Keimblättern Wurzeln bilden zu können. Und das machen wir uns jetzt hier natürlich zunutze, weil die Dame hier oder der Herr hier ist ganz schön gespargelt schon. Und das wollen wir jetzt ein bisschen korrigieren. Und dann gucken wir uns mal an, wie gut das funktioniert am Ende. Das Ziel ist, dass die, ich würde sagen, eine Woche, vielleicht 10 Tage in den Töpfen bleiben und dann gehen die in ihre 20 Liter Stoff-Endtöpfe. Die werden wir auch auf Living Soil grown. Ich wollte das immer mal ausprobieren schon. Und Gruß und Dank geht raus an Couple of Plants, die mir netterweise diese Living Soil zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Und wir wollen mal gucken, ob das Zeug was taugt und werden das in unserem Breeding-Projekt hier anwenden. Also, ich topfe jetzt um, lasse euch davon Zeitraffer da. Und wir sprechen später nochmal. Ach ja, was ich noch sagen wollte, bevor ich den Zeitraffer starte, diese Jiffys haben außen so ein, weiß nicht was, also ich glaube, das ist Stoff, ja. Den mache ich auf jeden Fall immer ab, wenn ich die umpflanze. Der Hersteller sagt zwar, das kann da durchwurzeln, aber ich traue dem Lachs nicht. Ich mache das lieber ab. Wie haltet ihr das? Habt ihr auch Jiffys verwendet zum Keimen? Und wenn ja, lasst ihr das dran oder macht ihr das ab? Habt ihr da schon mal Probleme gehabt, dass euch da die Wurzeln kaputt gegangen sind? Lasst mal einen Kommentar da. So
aus Massivo, oh ja, kenn mein Studi. Jeder zieht an der Tüte, dicken Nebel im Raum. So Leute, wir sind jetzt fertig mit dem Umtopfen, wie ihr sehen könnt. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist die Pflanzen einmal vorsichtig angießen. Das mache ich jetzt hier mal. Hierfür verwende ich ganz normales Leitungswasser, dessen pH-Wert ich vorher auf 6,5 habe justiert. Und das Wasser ist ungefähr 24 Stunden stehen gelassen worden, damit das Chlor verfliegt, weil wir hier auf Living Soil grown. Und wenn wir da mit Chlorwasser gießen, kann das sein, dass wir uns die Mikroorganismen tot machen, die da in der Erde drin sind. Und das wollen wir natürlich nach Möglichkeit vermeiden. Und deswegen, wie gesagt, einen Tag stehen lassen das Wasser. Ich habe hier leider kein Regenwasser. Idealerweise wäre Regenwasser oder Umkehrosmose. Sowas habe ich leider nicht hier. Deshalb müssen wir mit den Gegebenheiten leben, die wir hier haben. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall extrem gespannt, ob wir mit dieser Living Soil hier wirklich einen ganzen Grow durchziehen können, ohne dass wir einmal düngen müssen. Das ist nämlich das, was Couple of Plants behauptet. Und das wollen wir doch mal ausprobieren hier. So Leute, das war's auch schon wieder mit unserem kleinen, aber feinen Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für eure Zeit. Und ich möchte mich nochmal bei der wachsenden Community bedanken. Vielen, vielen Dank für all die Abos, Likes und Subscribes und alle eure Kommentare. Das macht richtig Bock, ja? Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst ihr ein Like da und ein Abo und einen Kommentar vielleicht. Nicht nur für mich, sondern auch für die anderen Grow-Legen, die hier sind, die immer wieder interessante Fragen stellen. Also wenn ihr da Antworten für habt, gerne in die Kommentare reinhauen. Ich bedanke mich. Bis dann, euer Bubatz-Brudi.